mehr. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind, blind! Hör auf! Wir sind alle blind. Bernadette, du bist auch da? Wir sind alle da. Wo? Ich war blind und wir bleiben blind. Ich spüre mich nicht mehr. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ich spüre nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Schwast, ich bin nicht mehr. Wir sind alle nicht mehr. Was haben wir abgemacht? Gerade hier fragst du es. Ausgerechnet hier. Ich bin nicht mehr. Die Hilfe! Die Hilfe! Es gibt keine Hilfe. Ich habe Angst. Wir haben alle Angst. Warum haben wir nicht vorher Angst gehabt? Du hast auch gehabt. Nur musst du nicht wollen spüren. Mit deinem Willen essen wärst du und jetzt hast du keinen Willen mehr. Aufgehen. Du! Ich wollte das nicht wollen, glaub mir. Ich wollte nicht wollen, dass das. Jetzt ist es spät. Wart! Wart! Wo bist du? Wart bitte! Bleib, Philipp! Du gehörst zu uns. Niemand hat es wollen. Hat es wirklich wollen. Und doch haben es alle wollen. Ich wollte euch wissen, wo ich bin. Ich wollte euch wissen, warum ich nichts mehr sehe. Ich wollte euch wissen, warum ich nichts mehr spüre. Ich weiß noch. Ich weiß noch genau. Es war Sommer. Hochsommer. Am Tag über 30 Grad im Schatten. Die Nacht kein Wind und schwül. Wir sind frisch zugezügelt. Ein Einfamilienhaus. Ganz frisch, ganz neu. Und sie im Haus nebendran. Ein grosser Garten. Schöne Bäume. Ein Biotop mit Fresh. Kotelett auf dem Grill. Ein roter Gartentisch, Lämpchen, die brennen. Nette Leute, gell? Ja, ganz anders, als ich mir sie vorgestellt habe. Der Sepp hat aber auch noch einen rechten Zug. Ja, du musst gerade etwas sagen, Schnitzi. Du, wer hat den Rosé gelernt? Ihr Frauen? Marianne und ich hätten ja noch gerne ein Schlückchen Rosé. Ich bin froh, dass wir sie eingeladen haben. Das war wirklich eine gute Idee. Voilà, Rosé pour les dames et un vieux Bourgogne für Sepp und mich. Wir hatten schon lange nicht so einen zufriedenen Abend. Ja, richtige Bombenstimmung. Philipp, Dessert. Ich mach noch grad nicht. Ja, du musst es wissen. Der Alf. Ja, wie Alf, kann sein. Spitze, warum hast du vorhin nichts gesagt? Wollen wir schauen? Hey, da ist kein Dessert. Gib's meinem Bruder. Das ist so richtig ein kleiner Fresssack. Meins kann er auch haben. Weißt du was? Ich finde das so spitze, dass du den Herren gezogen sind. Bis jetzt hat es nur so steile Leute gehabt. Sag mal, hast du eine Freude? Hallo! Hallo! Wie geht's? Wie ist es gegangen? Na, wie geht's, Büro, Liebling? Sali Münki. Schnitzi. Ciao, Philipp. Was machst du in meinem Bett? Dein Bett? Zufällig gehört es zur Hälfte Kate. Und hat Kate dir das erlaubt? Ist es kalt? Es ist kalt. Glaubst du, dass Kate jeder zum Jahr sagen würde? Was? Also raus aus meinem Bett. Siehst du, das klingt schon eher nach Kate. Alf, weißt du, wo mein Kopfkissen ist? Ja, ich hab's unter meinem Tuschi. Behalte es. Bleib da.
Ich bin deprimiert und trotzdem will mich Willi aus dem Bett schmeißen. Philipp, kannst du nicht ein bisschen leiser stellen? Davon hast du mir nichts gesagt. Was ist los? Ach, ich habe meine Fotoflucht gesehen. All diese tollen Abenteuer, die ich früher mal hatte. Hier, da besteige ich gerade den Mount Platy auf dem Planeten Griphard. Besteigen? Der Berg sieht ja ganz gut aus. Drum heißt Tschüssi, Herr Bob. Platy. Ciao, Bernadette. Grüß. Hallo. Der Planet. Tschüssi, Mom. Sag Bernadette. Schräg. Ich hab so kalt am. Musst du mal versuchen, Golf zu spielen? Jetzt lass es doch. Wenn du in die letzten 600 kommst. Was machst du denn mit diesem Bier? Lieset. Oh, ja. Da bereite ich mich gerade drauf vor, die Wasserfälle. Gehst du hin, ich gehe hin. Sicher? Ich bin ja auch nicht da. Sitzung vom Pfadibund. Aha. Hey, Schwosch, komm mal. Was ist? Komm jetzt mal. Genau das richtige. Könntest du mir nicht zuerst eine Pumpe? Bist du schon wieder auf Null? Ich finde, gestern hattest du auch hier einen ganz aufregenden Tag. Wie kommst du denn da? Merci. Da konntest du doch mal wieder die Feuerwehr sehen. Die Dauer wird das langweilig. Sag mal, willst du eigentlich nicht in Kino? Ich Kino? Hey, ja. Nicht den? Nein, sicher nicht. Aber wieso? Jetzt alters. Du sag mal, Ben. Nein, aber. Ah, die Lisa. Nicht so laut. Ja, jetzt die. Kann man sagen. Okay, wird man es zahlst? Da. Aber du bist mir dann die Zähne schwach. Klaro. Hallo, ich bin's. Wo ist die Abfüchene? Hallo, ist niemand da? Mama, wir sind da. Ah, die Lisa. Grüß dich, Lisa. Tobi, Frau Wegmüller. Ist sie bei uns? Heute nicht. Nicht? Meine Mütter haben gefunden, sie langsam ein bisschen zu viel. Ich lebe ja nur mehr bei euch. Das spielt doch keine Rolle, wenn es dir bei uns wohl ist. Lisa, ich habe dir noch einen Korb mit Flügeln parat gemacht. Er steht auf der Terrasse raus. Nimmst du mit, wenn du für ihn gehst? Ja! Alt Philipp, denkst dran. Morgen ist der Sperrgutabfuhr. Du könntest wieder mal von deinem Grümpel ausmisten. Ja. Ciao, Philipp. Tschüss. Bis nachher, gell? Okay. Ade, Frau Wegmüller. Ciao, Lisa. Also. Da haben wir es mal wieder. Hallo! Bist du's? Ich bin's. Was ist das? Wie geht's? Das ist mein Autogramm. Gut. Gut. Alfred. Sally Mönki. Schnitzi. Es ist für einen Freund. Ciao, Philipp. Also, in ein paar Stunden sind wir wieder zurück. Sieh zu, dass du nichts anstellst. Ich verlasse mich drauf. Mach dir um Willi keine Sorgen. Ich habe ein wachsames Auge auf ihn. Das bezog sich lediglich auf... Ist es kalt? Es ist kalt. Hab ich geahnt. So ja, Hunger. Es geht lieb. Was? Sehst du? Viel Spaß. Ja. Das ist unsere Stunde. Jetzt gehen wir runter zum Güterbahnhof. Nein, wir springen auf keinen Zug. Aber ich bitte dich, Willi, sprich dir von Trend. Findermess. Ich will die Züge nur sehen. Das Jahr gehen wir ab. Willi. Bitte. Logo. Nein, das geht wirklich nicht. Alles geht zusammen. Nicht. Na schön. Tschüssi, Bob. Mir, wenn ich die Ciao, Bernadette. Grüß. Ja, du bist auf den Güterzug gesprungen. Sicher. Tschüssi, Mom. Ciao, ja, Bernadette. Ja. Was Bernadette, wir essen. Ich habe nie so Hunger. Alles funktioniert nicht. Oh, Philipp. Dann versuche ich Lisa. Ja. Willi, bitte lass mich die Züge sehen. Ich habe schon so lange... Jetzt habe ich doch der Marianne unser Gattelangeht zu brauchen. Was? Fondue bei diesem Wetter? Schau mal den Boden an. Willi, ich sterbe. Ich sehe nichts. Er ist nicht super. Ich habe nur noch 24 Stunden zu leben. Tatsächlich. Und du glaubst nicht? Es war super. Super, als ich es der Marianne gegeben habe. Sag doch etwas. Das kannst du gewiss nicht. Aber wenn die jetzt nächstes Mal etwas will... Übrigens, hast du mit dem Sepp geredet? Nein, wegen? Wegen unserem Abstellplatz. Wegen unserem Abstellplatz? Nein. Aha. Wieso? Ein Sepp ist Geschäftsauto. Was ist mit dem? Steht auf unserem Abstellplatz. Ja, vielleicht. Frage hätte er können. Du musst auch mit ihm reden. Das kannst du nicht. Aber wenn das so weitergeht. Oh, was ist das? Ja, Wegmüller. Ah, Sally Marianne.
Nein, ich habe es nicht vergessen. Wo denkst du schon her? 5 Spiessli, 2 Kalbs und 3 Schweinsbratwürste. Oh, das regnet sicher nicht. Der Grill ist ja jetzt gedeckt. Ja, wir freuen uns so. Also, bis morgen. Ciao. Ciao, ciao. Jetzt Gottverdeli, das ist ja... Was? Die Rechnung für den Gartengrill. Schon? Der Sepp ist über, der hat den Grössenwahn. Nie hätte ich mit dem so einen Grill dürfen bauen. Wieso? Jetzt schau doch mal die Rechnung an. Ja und? Der teuerste Gartengrill, den es überhaupt gibt. Aber du hast ihm doch gesagt, er soll bestellen, was ihn tut. Ja, aber doch nicht das Luxusmodell. Ja, so schlimm ist das immer nicht. Du, mir gefällt dir und Geld haben wir auch genug. Es geht nicht um das Geld, es geht um das Prinzip. Prinzip? Ja, ja, man kauft einfach nicht das teuerste, mittlere Preisklasse. Das passt zu uns. Ja, der redet halt mit ihm. Das kann ich nicht. Ja, dann tue ich nicht so. Auf jeden Fall hätte er etwas sagen können. Beat, hör auf. Passiert ist passiert. Hoffentlich regnet es morgen. Also, Beat. Ja, ja, ich mag gar nicht grillieren. Übrigens könntest du morgen im Sepp noch etwas sagen wegen der Gartenbeleuchtung. Sag du, nimm es doch. Ich habe letzte Nacht wieder fast kein Auge zugetan. Mir stört das nicht. Du hast es versprochen. Ja, das kannst du einfach nicht. Das ist so hell in diesem Zimmer. Jeder kann Licht machen, wenn er will. Die ganze Nacht. Wir zahlen ja den Strom nicht. Aber der braucht doch nicht ich einfach... Ich sage nichts. Ich will keinen Krach. Aber man kann doch reden miteinander. Ja, es ist still und friedlich. Oh, was ist das für ein Ding? Was soll das sein, das ist der Zug? Dann nehmen Sie der in der Garage wie ein Spielzeug aus. Hallo. Bist du es? Hallo, wie ist es gegangen? Nelly. Salut, Beat. Ha? Hallo. Was willst du wissen? Wie es weitergeht mit der Lisa? Die Kiste muss noch laufen, wenn ich nach Hause komme. Ist ja nicht kalt. Wo hast du gesehen? Die Pennys sind sowieso schon platt. Hey, ist da jemand? Das lasse ich mir auch nicht bieten. Das Geschäftsauto vom Sepp. Genau. Ich habe doch gemeint, du... Eben ja, habe ich es gesagt. Na, vielleicht... Es gibt keinen triftigen Grund. Fragen hätte er können. Und jetzt? Jetzt wird gehandelt. Dann gehst du zu ihm? Sicher nicht. Aber du läutest... Auf keinen Fall. Was willst du denn? Reden nützt nichts. Ich habe ihm es einmal gesagt. Ja, aber was willst du... Wer nicht hören will, muss... Warte noch mal. Paff! Du nicht blöd. Schnell, Nelly. Komm ans Fenster. Komm, komm schauen. Komm. Ja. Achtung, jetzt wird's lustig. Ich finde das irgendwie gemein. Hä? Gell, Sepp, jetzt staunisch. Unser Auto vor dir, kannst du nicht mehr wegfahren. Pass auf, er schaut. Keine Angst. Er kommt aufs Haus zu. Genau wie ich gesagt habe, jetzt kein Mucks. Er glaubt doch nicht, dass niemand soll da glauben, ist. Soll glauben, was er will. Ich halte das nicht aus, ich gehe auf. Du bleibst. Es lenkt doch. Du bist ruhig. Ach, du bist weh. Er zieht ab. Was macht er jetzt? Muss er zu Hause nehmen. So, jetzt nehmen wir noch einmal zusammen ein Käfeli und dann holen wir es. Ich muss sagen, schon lange nicht mehr so einen angenehmen Morgen erlebt. Hallo! Bist du? Ich bin's! Wie geht's? Gegangen. Ausgezeichnet! Blenden! Salut, Münki! Meine Lieblingssendung! Ciao zusammen! Norbe, möglicherweise war dieser Ausflug doch keine so gute Idee. Möglicherweise? Heute kein Bier. Nicht? Heute nehmen wir ein Schluck Weisse. Gut. Das ist bloß ihm nicht gefallen. Ich bin mir selbst nicht sicher. Das ist ein Wort wie ungestüm. Was soll das? Das wäre eine Erklärung. Das gibt's ja nicht. Also das habe ich mir nicht abbieten. Gell, was ist?
das ist ja dein Vater. Was macht auch unser Lied? Der grosse Anstabsaugen. Wieso? Das geht klach. Wie ein Schattenmann. Ja, aber das... Meine Mutter kann sonst nur bis am Nachmittag in drei Sonnen lassen. Jetzt dreht der Paar durch. Da kann doch der nicht vor Leitern schreissen. Bert, hör auf! Hör sofort auf! Kimmert euch, euer Vater sei ein total friedlicher Mensch. Du meinst einen, der am Abend auch in seine Werkstatt geht und Krippenfiguren schnitzt? Dass er die meiner Mutter geschenkt hat, habe ich einmal achtherzig gefunden. Was? Er hat seine Krippenfiguren verschenkt? Meine Mutter hat es halt gefallen. Das begreife ich nicht. Warum braucht es jemanden Gewalt? Du? Warum bist du nicht im Bett? Weißt du, was für eine Zeit ist? Wegen dem Licht. Du hast zu viel getrunken. Ja, hättest du noch Bier? Ich halte das nicht mehr aus. Hey, rausgeschossen. Seit dem 12 Uhr bin ich wach. Ich brauche gar nicht mehr zu kegeln. Ich glaube einfach nicht, dass die jetzt Nacht Angst hat. Ich mache das extra, um mich zu ärgern. Nur weil ihr gesagt habt, ich finde es schon etwas gewagt, gegen Viertelblut zu sündeln. Ist doch wahr, wenn sie schon Angst hat, soll sie nicht am Tag die ganze Umgebung provozieren. Blut sündeln, so etwas retten, komm! Ich kann dir sagen, die Frau die regt mich auf. Wer lügt die schon? Die muss nur nicht meinen. Wenn ich nicht schlafen kann, dann braucht die auch nicht zu schlafen. Jetzt gefällt mir. Das ist richtig. Wir lassen von diesen Fremden einfach nicht alles bieten. Hat sie abgenommen? Klar. Für was kommen die überhaupt daher? Sollen doch der bleiben, wo sie herkommen. Aber das ist es ja gut. Wenn du der bei ihnen könntest du einfach so an den Nachbarn den Baum stutzen. Ohne zu fragen. Diesen Zeigenbesitz. Hoffentlich wacht er sehr auf. Sicher. Und wenn er nicht aufwacht, dann weckt sie ihn doch, weil sie Schiss hat. Hey, Schatzi, was meinst du, wie wär's mit uns? Brütsch! Brütsch! Hey, Brütsch! Was ist? Schnell, komm, Hund hat mich gebissen! Schnell, hol dir erst die Hilfkasten! Ja, Moment! Oh, das sieht aber böse aus. Tut's weh? Tja, und wie? Wo ist das passiert? Gerade vor eurem Haus. Was ist es für ein Hund? Ein grosser, schwarzer. Oh nein! Was? Das war die Blecki. Hä? Ja, der Blecki. So ein Shit, komm, halt die Feige auf. Lano, ich kann das selber. Sicher nicht. Ach. Ruhig. Wem gehört der Blecki? Ja, ja. Der Blecki, das ist ein Hund. Seit wann hat er einen Hund? Gestern Abend haben wir ihn bekommen. Aber ich habe gemeint, die Schwester hat nicht gerne Hunde. Schon nicht, aber meine Mutter hat in letzter Zeit so Angst. Wieso Angst? Seit etwa einer Woche liegt jetzt nachts das Telefon immer. Manchmal meldet sich niemand. Und manchmal, wenn es meine Mutter abnimmt, ist so ein Mann dran, der so eindeutige Angebote macht. Hallo. 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 Tag wohl. Was ist denn mit dir passiert? Ein Hund hat mich gebissen. Jesus Gott, das sieht aber schlimm aus. Ja, von desinfiziert. Das ist gefährlich wegen dem Starrkrampf. Da müssen wir sofort ins Spital. Ja, meinst du? Ja, sicher. Kannst du abstehen? Ich glaube schon, wenn ich mich ein bisschen aufstütze. Komm auch mit. Das ist doch nicht nötig. Was? Was soll das? Eckels Hund hat Bernadette gebissen. Philipp! Eckels Hund? Das gibt's ja nicht. Das ist ja Betreuung vom Leben. Warum hast du mir das nicht gesagt? Das ändert doch nichts. Wenn die schon so einen Köter suchen, sollen sie noch anbinden. Ich fahre jetzt schnell mit der Bernadette ins Spital. Soll ich? Nein, nein. Da ist ja noch ein Express-Päckchen gekommen. Was ist es? Ich habe nicht geschaut, das ist an die Adresse hier. Also, bis nachher. Asche? Was soll das? Anbei deine Krippenfiguren zurück.
PS, hast du auch schon mal was von Telefonüberwachung gehört? Meine Krippenfigur. Die Sauhung. Die verdammte Sauhung. So weit sind wir jetzt alles anfangen. Wartet nochmal. Ich zeige es jetzt aber. Stellt ihr euch eigentlich vor? Irgendwann hat auch meine Gutmütigkeit das Ende. So, jetzt lernt ihr den Wegmüller aber von einer ganz anderen Seite kennen. Hallo! Was soll das? Was ist denn jetzt wieder passiert? Eccles hat zurückgeschlagen. Wie? Hättest du den Hund nicht verschossen? Wie? Sie hat das Biotop vergiftet. Was? Alle Pflanzen. Das gibt's doch nicht. Alle Fische. Das ist doch nicht möglich. Alle Frösche. Das könnt ihr doch nicht. Alles ist tot. Aber sie hat den Hunger auf meine Tochter gehetzt. Und meine Seele gerade. Und der Deko, unsere Katze, vergiftet. Die sind so gemein, so gemein. Das sind Marder, gemeine Marder. Und schon die Tiere einfach vergiften. Mörder. Die Lisa hat mit all dem nichts zu tun. Sie ist ein Eckel. Sie ist eine Freundin. Sie ist meine Freundin. Und sie bleibt ein Eckel. Und sie bleibt eine Freundin. Und sie bleibt meine Freundin. Bleib, Philipp, du gehörst zu uns. Und jetzt? Wir müssen ihn schützen. Wie? Wir müssen verhindern, dass Eccles auf unser Land kommen. Ein Zaun? Das ist zu wenig. Wir brauchen einen Bauunternehmer. Und wenn ich den ganzen Abend muss, um telefonieren muss. Was machen die? Wer? Die da draussen noch? Ich sehe niemanden. Komm, schau. Immer nicht. Komm jetzt schauen. Hör auf. Da, siehst du? Ich sehe nichts. Bin ich blöd. Sag jetzt, was läuft. Also gut, das unbedingt was wissen. Sie bauen eine Mauer. Eine Mauer? Ja, rund um das Haus, den Mark entlang. 3 Meter hoch. Und oben drauf kommt noch ein Stacheldraht, der elektrisch geladen ist. Philipp, sag, das ist ein schlechter Träum. Sag, ich träume. Sag, dass das alles nicht wahr ist. Ist aber wahr. Das ist ja völlig gesponnen. Und warum? Warum? Weil jemand von euch unser Biotop vergiftet hat. Und unsere Katze. Und unsere Schildkröte. Was erzählst du da? Vor 2 Tagen. Das kann ich nicht glauben. Philipp, lüg mich nicht an. Wenn ihr es sagen. Das ist ja Wahnsinn. Wieso hast du mir das nicht erzählt? Ich habe gedacht. Hey, ja, das ist nicht der gleiche da. Du wüsstest es nicht oder willst einfach nicht darüber reden. Ich will nicht, dass wir in den Krach verwickelt werden. Ich auch nicht, aber... Aber? Wie sollen wir das machen? Das weiss ich auch nicht. Es gibt nur eins. Wir müssen sie zur Vernunft bringen, wir Jungen. Dann ist es gleich schon 6, da musst du gehen. Also los. Ich versuche meine Eltern zu bezeugen. Es am besten wäre, wenn wir zusammensitzen und die Probleme diskutieren. Das ist gut, ich mache das Gleiche. Gibt es mir an? Anrufen? Wo haben wir am falschen Moment? Bin ich blöd. Weißt du was? Wenn ich den Rotpullover zum Fenster heiche, dann heisst das, ich kann etwas erreichen und meine Eltern sind zur Aussprache bereit. Und wenn ich den Schwarzpullover heiche, dann müssen wir uns etwas anderes einfallen. Okay. Tschüss. Was ist da drin?
Videokameras zur Überwachung von Eccles. Aber wenn die Mauer fertig ist, sehen wir ja gar nicht mehr über. Eben. Ah, so läuft das. Und an jedem Ecke wird eine montiert. Dann können wir gerne kontrollieren, was sie machen. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Umschalter. Das ist ja eine richtige Überwachung. Genau. Und du baust jetzt diesen Umschalter. Ich? Nein. Wegen Lisa? Nicht nur. Merkt ihr nicht, was wir hier schlitteln? Wir würden gescheiter... Was? Sag doch. Der schwarze Pullover. Was ist mit dem Pullover? Nicht. Ich glaube, wir sollten Klarheit schaffen. Philipp, du musst dich von Lisa trennen. So? Muss ich? Es tut mir leid, aber die Situation verlangt das. Ah, die Situation verlangt das. Wenn die Mauer da aussen fertig ist, ist euer Verhältnis beendet. So ist es. Philipp, ich weiss, es ist sicher nicht einfach für dich. Ah, du weisst das. Und warum verdammt ich noch einmal soll jetzt den Scheiß ausbaden, den dir angezettelt hat? Habe ich im Sepp das Auto blockiert? Habe ich Schlägleten angezettelt? Habe ich jetzt Nacht noch nicht mit Telefon gestartet? Habe ich Eckos unten überhaupt geschossen? Das sind dir zu viele. Lass mich los! Könnt ihr mal kreuzweise! Philipp! Was du auch sagst. Eins kannst du nicht einfach so wegwischen, wenn du noch so ein grosses Maul führst. Du bist und bleibst ein Wegmauer. Leider hast du recht. Und ich schäme mich. Jetzt ist sie fertig. Sie wollen mich zwingen. Die Lämpchen habe ich immer noch. Aber ich mache nicht mit. Es war so eine schöne Summe. Lieber verreise. Siehst du, sie liefert Betonelement. Du musst doch nicht jemanden sagen, dass... 1,50 Meter sind sie hoch. Wir können uns nicht mehr hier treffen. Bei uns geht es auch nicht mehr. An der Hauptstrasse, Richtung Stadt, steht links eine leere Villa. Ich weiss welche. Dort. Um die gleiche Zeit wie immer. Um die gleiche Zeit. Jeden Tag? Jeden Tag. Okay. Lisa. Ich liebe dich. Morgen ist die Mauer fertig. Gott sei Dank. Ich melde mich krank und am Nachmittag montieren wir die Videokameras. Und den Umschalter? Ich kaufe noch 3 Monitore. Was soll das? Seit wann klebt ihr euren Ketschgummi? Ah, unser Ketschgummi? Das ist ja... Hä? Wie manchmal habe ich schon gesagt, der Ketschgummi gehört in die Köderkübel, nicht in die Eschenbecher. Ja, ist gut. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen Fernsehen schauen. In diesem Fall gehe ich mal kochen. La jetée est déclarée ouverte. Je vous prie maintenant de nous suivre le plus rapidement possible à la salle transit où auront lieu les allocutions officielles. Hallo. Jean-Philippe. Jean Brütsch. Hallo. Lisa! Philipp! Sie hat deine Wanze gefunden. Ich kann es fast nicht glauben, dass du so gemein, so fies bist. Du hast uns verraten. Du hast unsere Liebe verraten.
Du bist nicht besser als deine Alten, nein. Du kannst morgen lang warten. Es war zuerst und das letzte Mal, dass wir uns in dieser Villa getroffen haben. Es ist vorbei, hast du gehört? Es ist vorbei. Philipp! Lami! Paul, ist die Bauanleitung für den Umschalter? Auf meinem Schreibpult. Schwast, geh nach Hause. Du willst... Pass mir gut zu. Die Videokameras müssen auf spezielle Masten montiert werden. Der Rekko baut auch eine Mauer, aber eine, die einen halben Meter höher ist als unsere. Ich mache dir eine Liste von dem Material, das ich brauche. Mit diesen Kameras siehst du es nachts wenig. Die werden auf Infrarot umgerüstet. Du bist eben doch ein richtiger Wegmüller. Philipp, willst du nicht liegen? Ich gehe erst vor einer halben Stunde ins Bett. Ich bleibe noch etwas dran. Willst du ein Glas Milch? Lieber ein Bier. Aber Philipp. Ist ja schon gut. Ich habe so ein komisches Gefühl. In den letzten Tagen hat man sie fast nicht mehr gesehen. Und dann ist es so verdächtig ruhig. Die planen sicher irgendeine Aktion. Was habe ich gesagt? Der alte Deko am Fenster. Was hat denn der? Verdammt, ein Gewehr! Achtung! Beat, komm schnell! Er schießt auf unsere Kameras, so ein Sauhung. Was ist los? Er will unsere Kameras vernichten. Dann zeige ich es jetzt. Er muss nachladen. Ha, der hat doch keine Breiche. Ich hole es aber rauf. Meldest du mir noch nicht so herzählen? Mach ich! Er steht oben am Fenster, links! Sicher hat er ihn verwutscht! Seid ihr denn auf dem gleichen Ort? Ja! Gell? Hättest du nicht gedacht, dass wir Infrarot haben und sehen, wo du hockst? Und? Er ist verschwunden! Überhaupt nicht. Der Rekko hat angefangen. Achtung, er taucht wieder auf! Du musst höher zählen! Er ist verschwunden. Schwast, gib mir das Telefon. Rekko, pass auf. Du gehst jetzt gescheiter ins Bett und lässt deine Spiele sein. Wir sehen nämlich alles. Und noch etwas. Versuche sie auch nicht reinzulegen. Wir beobachten die rund um die Uhr und sind bereit, sie zurückzuschlagen. Was hat er gesagt? Nichts. Dem hat es doch gerade Sprache verschlagen. Ich habe Angst. Kein Grund. Wir haben die Sache völlig unter Kontrolle. Was machen Sie? Ich sehe nur die Schwester von Lisa. Die hockt vor dem Fernseher und beobachtet unser Haus. Die wird jetzt nicht staunen. Jetzt kommen die Rekko und Lisa ins Bild. Sie schleppen eine schwere Kiste. Verdammt, die Sieg haben automatische Waffen. Sie lässt die Ohren runter. Jetzt müssen wir uns nur noch vollständig ausrüsten. Nelly, komm schon. Ja. Ja? Bernadette, Occasion. Sie sind mit dem Zeughaus fort nachher geschossen. Und das sollen wir anlegen? Beat, was ist? Nichts. Kannst nicht schlafen? Ich habe schlecht geträumt. Jetzt getrauen sie sich sicher nicht mehr. Warum meinst du?
Jetzt, wo sie wissen, dass wir bis zum Letzten gehen. Da braucht sich etwas zusammen. Warum? Ecco, sie auch wach. Kein Wunder. Der Sepp, der ist ganz schön fies. Komisch. Unberechenbar. Ich habe das Gefühl... Wir hatten Pech. Ausgerechnet solche Nachbarn. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Achtung, da hat sich etwas bewegt! Philipp, los, Leute an. Du willst wirklich verhandeln? Wir müssen Zeit gewinnen. Ein Waffenstillstand? Bis der Mehrfachraketenwerfer parat ist. Gute Idee. Geht's? Ja. Wie lange brauchst du noch? In 24 Stunden ist er aufgestellt und schussbereit. Ausgezeichnet. Also los, Leute an. Schwast, komm. Da ist der Philipp Wegmüller. Ah, du bist es. Nein. Keine Sentimentalitäten. Wir rufen an, weil wir einen Waffenstillstand vorschlagen. Ah ja? Der Ecko hat so verwutscht. Durchschuss am Oberarm. Friedensverhandlungen. Sie sind für Friedensverhandlungen. Wir sind einverstanden. Wir sind einverstanden. Moment, sie wollen einen Unterhändler schicken. Wer? Wer? Du? Die Lisa. Wenn? Wenn? Sofort. Einverstanden. Einverstanden. Sali Lisa. Sagur. Komm. Du kannst auf diesen Stuhl absitzen. Willst du etwas zu trinken? Gar. Ein Glas Milch? Gar. Wir hören. Wir finden diesen Streit sinnlos. Das finden wir auch. Wir glauben, es ist besser, sich zu entschuldigen, anstatt sich gegenseitig umzubringen. Das finden wir auch. Merci. Wir wollen Frieden machen. Das wollen wir auch. Und zwar so rasch als möglich. Je früher, desto besser. Ja, aber ihr denkt ja wie wir. Sicher. In dem Fall eben gerade jetzt. Gerade in dem Moment Frieden schließen. Das können wir. Herr Wegmüller, es tut uns leid, dass wir uns so schlecht bei uns haben und wir freuen uns. Was ist mit den Waffen? Mit den Waffen? Wer gibt uns Garantie, dass ihr die nicht behalten? Wir? Eben. Ich will doch nicht nach allem, sagen, dass... was passiert ist. Pa, bitte! Du bist still. Philipp, sag doch euch etwas. Hilf uns, bitte. Der Philipp ist ein Wegmüller. Er gehört zu uns. Was schlägt er denn vor? Dass wir zuerst über einen schrittweisen Abbau der Waffen verhandeln. Dann müssen wir zuerst mit meinen reden. Wir warten auf euer Telefon. Ja. Sepp dreht nach aber lange Zeit gelassen. Gute Hose. Was? Eine Einer-Delegation? Kommt nicht in Frage, wir kommen zu zweit. Zu zweit. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, schau mal auf deinem Bildschirm. Wir wollen dir etwas zeigen. Was?
Gut, wir schauen. Auf das Zeug. Die Sonne ist nicht einfach ein Tütenwerfer. Nein, das ist doch sinnlos. Bernadette, misch dich nicht ein. Ja, Bernadette, der Paul und Philipp wissen schon, was sie machen. Ich halte das nicht aus! Hört auf mit dem Wahnsinn! Das ist ja da! Das ist da! Das ist da! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Halt! Auf mit den Hängen! Der Richter. Lisa. Spielerwaffe. Was willst du? Wo sind sie? Sie schlafen. Meine auch. Was willst du? Wir haben Bomben. Wir auch. Philipp. Du? Philipp, bist du wahnsinnig? Was macht ihr da? Sie haben ja eine Bombe. Was machen wir jetzt? Beat, sag etwas! Mach etwas, Beat! Wieso machst du nichts? Jetzt mach doch endlich etwas! Ruhig dich doch, ist ja gar nichts passiert. Euch geht. Ich wollte das nicht. Gefällt mir. Ich wollte nicht, dass... Jetzt ist es zu spät. Niemand hat es wollen. Hat es wirklich wollen. Und doch haben es alle wollen.